Sowohl die Abfahrt als auch den Super-G verfolgten ca. 800.000 Zuseher allein in Österreich im ORF. Mit großem Aufwand und Hingabe stellt sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen der Herausforderung, einer fanatischen Skination die besten Bilder zu liefern. Wir haben hier 22 Kameras im Einsatz für Abfahrt und Super-G. Wir machen einerseits das internationale Programm für alle Fernsehstationen weltweit und haben zusätzlich für das nationale rein österreichische Programm noch drei zusätzliche Kameras im Einsatz, die unsere Präsentatoren, den Rainer Pariasek und den Interviewer am Start, den Christian Diendorfer, ins Bild bringen. Der große Aufwand ist für die Kollegen der Technik hier vor Ort, klarerweise bei einer Abfahrt. Aufgrund der Streckenlänge müssen sie sehr viel verkabeln, obwohl hier der Großteil, und das ist ein Vorteil für uns, des Berges vorverkabelt ist noch von der Skiweltmeisterschaft 2001. Aber es ist sehr viel Aufwand, bis zum Start hinauf die ganzen Kameras zu verkabeln. Deswegen sind die schon seit Beginn der Rennwoche hier. Redaktion und Präsentatoren kommen dann Mitte der Woche, da wir bereits von den ersten Trainings weg längere Berichte in ORF1 auf Sendung haben. Eindrucksvoll sind immer die Bilder aus der Handkamera, die uns dank der Skikünste von Alexander Meisnitzer direkt mit auf die Piste nehmen. Am Anfang hat mich eigentlich das gar nicht so stark irritiert, dass ich keine Stöcke habe, sondern eine Kamera in der Hand. Viel mehr war es für mich schwierig, dazu zu sprechen. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es nimmt ein bisschen die Spannung, aber Körperspannung meine ich. Aber mittlerweile ist es so, dass ich sage, man gewöhnt sich eigentlich an alles. Und jetzt gehört meine Kamera so ein bisschen dazu, also wie meine Handtasche. Und ja, ich mache das mit recht viel Begeisterung. Bin aber dann zwischenzeitlich schon wieder mal sehr nervös, wie zum Beispiel bei so einer schweren Abfahrt wie hier in St. Anton. Ja, da habe ich auch einiges zu tun.